Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Ich möchte heute mit euch die Raid-Bosse ein bisschen behandeln, weil ich mir denken könnte, das interessiert vielleicht manche Leute gut. Der Raid ist jetzt auch schon praktisch in der Halbzeit, aber ja, sollte man vielleicht schon machen. Hier, die Gewohnheit geht schon gleich wieder, dass ich eigentlich den Epic-Boss machen möchte, aber da habe ich mich jetzt entschieden, um das gerade auch mal zu zeigen, dass ich da auf Level 16 stehen bleibe. Ich kann die Rüstung einmal machen, habe aber leider auch die Woche viel zu viel auf der Arbeit zu tun und so weiter, so dass ich an den PC nicht oft rankomme und werde hier auf dem PC die Rüstung auch nur einmal craften. ja, die Raid. Ja. So, was passiert, wenn jemand inaktiv ist? Ist jetzt schade, dass man das so mal sieht, aber vielleicht auch an die Leute, die inaktiv sind. Ich werde nachher dann was über den Namen legen, damit das keiner lesen kann. Aber ja, sowas passiert halt, ne? So, ansonsten, wir haben hier den Xantico Raid. Das sollen wohl irgendwie Feuerdinosaurier sein. Feuerelement steht an. Nein, Belohnung, das wollte ich eigentlich zeigen. Ja, wir haben hier die verschiedenen Belohnungen. Wir haben einmal hier die Meilensteine, die man erreichen kann. Ich habe da jetzt noch nicht so viel, aber prinzipiell gute Leute, die da auch viel Zeit rein investieren, kommen da, denke ich, auch relativ weit nach oben. Hier hinten gibt es dann halt tatsächlich sogar eine 4-Sterne-Rüstung. Ob man das braucht, weiß ich jetzt nicht, ne? Ansonsten, Gems haben sie leider rausgenommen. Schade. Aber gut. Hier sind wir jetzt auf der Ebene, dass man halt zwei Sterne-Rüstungen, eine 3-Sterne-Rüstung bekommen würde und zwei Fusionsstones, was ja auch schon mal nicht schlecht ist, ja. Gut, hier hinten, das würde mich zum Beispiel interessieren, das hier schon weniger. Ich finde halt, die 2-Sterne-Rüstungen sind halt auch klasse zum Hochleveln, zum Weiterverkraften, ja, dass man vielleicht doch noch die Chance auf die 4-Sterne-Rüstung hat. Oder wie gesagt, wenn man sie halt zum Leveln benutzt, bringen sie 50 Erfahrungspunkte. Wie auch immer. Ich sehe gerade, da gibt es auch nur einen Fusionsstone mehr. Also was heißt nur? Natürlich ist das viel und überhaupt. Hier gibt es einen Fusionsstone. Hä? Das müsst ihr mir jetzt auch mal erklären. Hier ist die Steigerung ein Fusionsstone. Das ist okay. Hier gibt es einen Fusionsstone mehr, aber dafür 6 von den Rüstungen weniger. Finde ich gemein von Kree. Also, tut mir leid. Hier steht natürlich hier, dass hier die Fusionsboost-Armor, dass die vielleicht mehr wert ist als die 6 und die 5 Sterne zusammen. Aber, ja, ja, ihr versteht, was ich meine. Also ich finde es irgendwie gerade schon wieder ziemlich blöd. Ich finde es blöde. Habe ich schon erwähnt, dass ich es blöde finde? Habe ich schon erwähnt, dass ich es ziemlich blöde finde? Na gut. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, mit der Gilde natürlich eine Belohnung zu holen. Wir sind im Augenblick hier. Das ist mittelmäßig, sage ich mal, aber wir hatten diesen mal wieder nicht vor, die Nummer 10 zu stürmen. Wir hatten es erst überlegt, aber dann haben wir uns gedacht, lassen wir das, was soll das? Lassen wir anderen mal den Vortritt. Wir sind ja nicht so, wir wollen uns ja nicht immer nach vorne drängeln. Ja, nein, also unter die Top 10 zu kommen, das ist schon schwierig, sage ich jetzt mal. Top 1 ist erst recht schwierig, ist aber auch super wert. Kann man nicht anders sagen, ja. Wobei die 150 Gems ein Witz sind, aber gut. Haben und nicht haben sind trotzdem noch Unterschiede, aber da geht's ja echt in die tausende Gems, die man da dann in so einen Fight reinsetzt, ja. Nee, gut. Schön ist halt hier die Hellfire Blade Mail, die mag ich ja persönlich. Nee, wann war das? War die Mystic Feuer, glaube ich. Die mag ich nicht so sehr. Wasserfeuer finde ich ja eigentlich total spitzenmäßig. Dann haben wir hier noch die Belohnung über den Spieler an sich. Da bin ich im Augenblick hier. Da gibt es halt dann noch die Möglichkeiten, sich natürlich hier auch nach oben zu schlafen. Hahaha. Genau, und hier die Hellfire Blade zu bekommen. Gut, und die dann zum Beispiel auch im Plus zu bekommen, wo sie dann schon wieder einigermaßen gut
Xantiko-Töter einmal. Das müsst ihr mir mal erklären. Das könnt ihr mir mal in die Comments schreiben, was es damit auf sich hat. Ja, anklicken wäre auch eine Möglichkeit gewesen, um was zu erfahren. Da gibt es noch den Gilden Mitgliederbelohnungen über die Gilde nochmal an sich irgendwie, wie viel man da erreicht hat. Ach so. Ach, ich bin auf Rang 10. Ach, da wer in der Gilde die meisten. Ja. Ich brauche nur 17 mehr und dann komme ich auf Nummer 17 Millionen mehr und dann komme ich auf Nummer 1. Ja, danke fürs Gespräch. So, genug gezeigt von der Gilde. Ich finde, das ist sowieso. Na gut. Eigentlich will ich das da unten gar nicht so viel zeigen. Werde dann nachher dann gucken, wenn ich es bei YouTube drin habe, dass ich was drüber lege oder vielleicht schon dann bei Dings was drüber lege. So, wir scouten uns einfach hier mal zwei Stück, weil zwei Stück sollte ich auch schaffen, wenn ich nachher dann gegen den ersten gekämpft habe und die anderen wechseln, scoute ich mir einfach nochmal. Das ist halt der Vorteil, wenn man es können, glaube ich, nur High Commander und höher vom Rang her, Feinde scouten. Ich bin hier ein bisschen freizügiger mit meinem Powerschlag, also mach den nicht immer. Sofort zumindest, ja. Weil ich brauche so oder so, brauche ich im Normalfall zwei Runs, um den Gegner zu töten. Und ob ich jetzt die Mühe mir gebe und das mache oder ob ich einfach durchlaufen lasse, ist dann eigentlich ja relativ Jacke wie Hose. Es sei denn, es glaubt mir jemand halt den Gegner, dann wäre es halt schon gut, zumindest beim ersten Run möglichst oft den Powerschlag zu machen. Ja, ansonsten habe ich halt auch ganz oft nebenher am PC was anderes gemacht und lass halt einfach nur den Kampf durchlaufen. Hat halt dann auch zur Folge, dass es halt auch ganz oft passiert, dass ich dann halt auf zurück zum Kampf gehe und habe dann blöderweise die Meldung, ja, einer deiner Gildenmitglieder hat schon den Kampf für dich beendet sozusagen. So. Ja, parallel dazu wird es euch hoffentlich nicht auffallen, bin ich auch gerade am Handy am Kämpfen. Ja, so läuft das halt, ne? Ja, ansonsten vom Outfit her finde ich die Dragonisse, wie auch immer sie heißen, finde ich ganz nett gemacht. Hier meine Feuer-Wasser-Armor war ja die Plus-Armor, die ich langsam hochleveln wollte. Ich habe hier außer meiner Epic-Plus-Wasser habe ich hier halt wenig wirklich gute Rüstung, ja? Ich denke mir, wenn man da drei gute Wasser-Epics hätte, beziehungsweise vielleicht sogar drei gute Plus-Wasser-Epics, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht sogar mit dem richtigen Gildenbonus und dem richtigen Rangbonus, weiß nicht, ob da High Commander reicht oder ob man da höher sein muss, dass man da bestimmt auch die in einmal durchschafft, ja. Ich denke mal, man müsste da schon ein bisschen höher sein, beziehungsweise halt, wie gesagt, auch einfach bessere Rüstung haben, also dreimal eine gute Wasserrüstung jetzt haben. Das ist ja jetzt bei mir leider nicht gegeben, ja. Ist halt nun mal so. Ja, weil mir gerade einfällt, hatte ich nicht eigentlich auch noch eine. Ach, muss ich mal gucken. Habe ich mich vielleicht sogar vertan, hm? Die Wasser-Luft-Epik ist zwar relativ alt, aber wäre vielleicht doch besser als eine von den beiden. Und da ist ja nur Wasser und Luft drin. Ist ja kein Mystik. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So. Ja, jetzt sollte er demnächst down gehen. Also schön finde ich zum Beispiel gemacht hier diese, mal ein bisschen langsamer stellen, diese Totenschädel, wie die da aufgehängt sind, dass die praktisch durch die Augen sind, finde ich ganz nett, so von der Optik her. Auch an sich so mit den Federn und so, kommt da einem auch sehr kriegerisch vor, ja. Ihr seht, also das zweite Mal klappt auch sehr gut. Verzeiht mir mein Gegähne. Ich habe schlecht geschlafen. Ist eine Sonntagsaufnahme. Wir haben sonntags 13:30. Ich hoffe, dass ich die heute noch rausbringe. Also nein, ich weiß, dass ich sie heute noch rausbringen werde, weil ich es unbedingt machen will, weil ich ja mal angesagt hatte, Samstag oder Sonntag und Mittwoch oder Donnerstag
kommt was raus. Wobei meistens ist es ja doch eher der zweite Tag, weil sich es einfach so ergibt. So, die nächsten zwei Battles mache ich jetzt einfach nicht. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal zur Zusammenfassung, also wenn ihr normaler Commander seid, könnt ihr euch keine Raid-Bosse holen, also scouten, das müsst ihr dann machen lassen. Ansonsten an die High Commander und höher, guckt halt, dass immer welche dastehen. Meiner Meinung nach sind die Kosten von 10.000 Gold für einen kleinen 1-Leveler nicht so hoch, dass man das nicht einfach mal auch auf gut Glück ein paar hinstellen kann, wenn es nicht gerade nachts um 3 ist, wo die meisten normalen Menschen schlafen. Aber ansonsten kann man da eigentlich immer einfach voll machen und in einer Stunde kommen genug Member online, die die dann weghauen, meiner Meinung nach. Ja, weil es gibt immer was zu tun. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Nein, ich kriege für dieses Jingle jetzt kein Geld. So, okay, gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Tschüss, bis dann, euer Eid.